Überrissen. So, willkommen bei Teil 3 von Little Hab kein Hope. Bild gefunden. Ja, Du das hast der habe ich doch. Battle gefunden. Da habe ich doch gerade die Vision gekriegt. Eisen, nochmal herzlich willkommen zu Teil 3 auf YouTube. Schön, dass du da bist. Wir kommen beide hier Ja, bei raus. mir geht's einfach Wirst dahin. sehen. Eisen, Was ist das schon wieder da? ich gehe jetzt Ich habe einen nochmal. Stor gefunden. Einen Stein. Einen Stein? Ja, einen Ein Stein. Stein. Oh, Moment mal. Was hast du jetzt mit dem Stein? Den habe ich jetzt aufgeklappt, aber irgendwie. Da vorne sehe ich Licht. Was ist denn das? Ist eine Kirche vielleicht? Oder ein Schuh? Ah, da ins Fenster. Vielleicht ist da jemand. Vielleicht gibt's Hilfe. Gehen wir hin. Der Little Hope und der schwarze Katz Ich helfe dir. abbettelt. Oh, jetzt habe ich gerade nur, ob ich das Level gestoppt. Den falschen Knopf drückt. Ich glaube nicht, dass wir so aus der Stadt rauskommen. Da ist kein Weg. Muss irgendwo hinführen. Palaver. Ich weiß nicht, das ist nicht mal ein echter Weg. Zum Baseballer. Da blinkt schon was. Das hier war wohl mal ein Laden oder so. Ich muss nach Hause brechen. Ich bin beim Laden. Sag mal, das komische Heißen in der Straße. Hier drüben, schau mal. Protestplakat, das gekriegt. Ah, die Fabrik wird geschlossen. Das war doch eine 70er. Wo dann? Little Hope Police Department bin jetzt. Da ist ein schwarzer Katz drauf. Little Hope Polizeiwache. Da ist noch Du mehr. bist der Daniel, wer ist denn der Daniel? Daniel? Ich bin der Daniel, der mit dem roten Hemd. Ziemlich verfallen ist. Die Demo hat nichts gebracht. Immer negativ. Studenten. Was machst du da? Hilf mir mal schieben. Ernsthaft? Es geht nicht anders. Oh. Wenn's dann sein Oh, muss. es war klar, dass wir getrennt werden, oder? Für was schiebt jetzt der Mülltonne da um mich? Aha, damit er da reinkommt. Jetzt muss ich erst mal ein bisschen mit umschauen. Und jetzt? Hilf mir hoch. Ich will auf die Treppe. Ah. So ein funktionierendes Telefon. Okay. Das werden wir suchen. Echt jetzt? Du willst da rein? Ich gehe zuerst rein. Ja, weißt du was Können Besseres? Ich beginne meine Hände vom Cola. Ja, geh nicht Wie in das bitte? alte, Vom dunkle, Cola beginne jetzt gruselige meine Haus nach Hände. dem, was passiert ist. Ich beeile mich auch. Ja, wir sind ein guter. Wenn irgendwas drin. passiert, schrei Drei, einfach. Aber ich glaube, dann du bist komm du einer davon. Okay, mache ich. Ich komm gleich. Moment. Ich kann jetzt auf zwei Arten rein. Lust ist. Brauch mein Handy. Wofür? Warum leiten wir zu Telefon? Da. Oh, Bitte Gott. Beeil dich. Wirf's her. Jetzt, oh Gott. Das Telefon und mein Kabel und auch vielleicht ist. Ich komme nicht. Entschuldigung. Dein Wurf war schlecht gezielt. Mist, jetzt hat das Handy kaputt gemacht, das weil es nicht vorhat. Das war perfekt gezielt. Du bist nur blind wie ein Maulwurf. Du kaufst mir ein nagelneues. Das Beste auf Die dem Markt. Telefon Klar doch, kein Problem. Mist, jetzt hat das Handy nicht gefangen, jetzt hat ich keine Lampen. Psst. Bin drin! Alles gut? Glaub schon! Okay, es sind für alle neuen Zuschauer. Wir spielen jetzt gerade Little Hope.
Weil gerade jemand gefragt hat. Wer hat ihn gefragt? Der Michi hat gerade geschrieben. Ja? Michi, was wollen wir zocken? Aber nicht bei Twitch, oder? Jetzt habe ich keine Lampen dabei, jetzt sehe ich leider nichts hier. Ich habe nicht klar was gesagt. Ups, ich fix. Also, ich bin leise, weil ich verstehe, was hier. Ich glaube, da passiert gleich was. Was machst du gerade? Telefonieren. Mit irgendeiner Frau. What the fuck? Oh Gott. Ich hab gerade irgendwie gehört, da im Lohn. Ich hab mir gerade irgendwie bei meinem Hintern gelangt und hat dann. Besser. Oh Gott. Oh nein. Geheimnis. Komme nicht durch. Dieses Fenster ist versperrt. Wie kommst du überhaupt hierher? Oh, Dirndlsäge rot. Durch den Zaun. Also bin ich umsonst hier reingeklettert. Das Loch im Zaun war ziemlich klein. Zu klein für dich. Wie ist es da drin? Mausi. Wann war das kleine Kind 18 und auch was? Keine Ahnung. Ist gruselig hier Hat's drin. Gesagt? Voll mit altem, nutzlosem Kram. Irgendwas mit Hexen. Wir treffen uns da. Geht klar. Der hat kein Gesicht nicht. Man okay. Zeigt die Uidi. Geht's da durch die, durch den Lohn? Moment, bin gleich da. Ganz ruhig, ich komme ja. Da klopft jemand, aber ich glaube nicht, dass das die eine ist, die bei mir dabei war. Psst, 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 psst. Okay. Was? Bist du gerade? Im Lohn drin, da ist jetzt gerade so eine Frau. Sprich, was ist es? Sie kommen mich holen. Beruhige dich, Weib. Wer kommt dich holen? Es gibt Gerede. Bezichtigungen. Bezichtigungen welcher Art? Es heißt, ich sei mit dem Teufel im Bunde. Ich sei der Hexerei schuldig. Bloß unsinniges Gewäsch. Wer spricht solches? Ich kann es nicht sagen. Der Gehörnte, oh mein Gott. Stellen. Und jetzt mal stellen. Bleibt, wo ihr seid. Schön. Was? Aber was ist hier los? Wieso bin ich hier? Und wo zur Hölle ist hier? Schreibt still. Das ist dir von den Gerüchten über mein Weib, Amy? Was? Ich kenne sie nicht. John? Öffnet die Tür, Joseph. Sofort. Etwas quält euch. Was? Ihr wirkt fremd, selbst eure Gewänder. Joseph, öffnet oder es ergeht euch schlecht. Stellt euch nicht gegen uns. Was können wir tun? Ich kläre das. Du hast mein Wort. Lass sie nicht herein. Reverend Carver? Marshall? Ich halte es nicht mehr aus. Ich habe ein rechtsgültiges Dekret für Amys Verhaftung. Mein Weib tat nichts Falsches. Eine Zeugin hörte sie in Zungen reden. Wer ist diese Zeugin? Mary. Das Wort eines Kindes verdammt mein Weib. Begebt euch in die Hände des Marshalls zu eurem Wohl. Dann gehe ich mit ihr. Ich glaube, das Kind lasse sie nicht allein. Solches Tun wird eurer Gemahlin nicht helfen. Vertraut dem Recht. Fürchte nichts. Ich werde diese Sache klären. Oh, das ist teilweise so laut, das Spiel. Naja, es geht.
So, jetzt bin ich wieder zurück an meinem Telefon. Wo zur Hölle warst du? Hexenprozesse. Ach, du Scheiße. Du siehst ja ganz verstört aus. Du hast noch was gesehen, oder? Warte mir kurz. Ich muss jetzt schnell was einstellen. Oh, okay. Ist bei dir Pause gerade? Ja, ja. Ich würde gerade Antwort geben, weil ich hätte jetzt warte mal schnell, weil ich muss nämlich meine Kamera schnell auf unten links stellen, weil das ist jetzt ein bisschen problematisch. Jetzt ist besser. Was? Kann ich fortsetzen? Ja. Ich muss aber das ein bisschen heller stellen. Mann. Ah ja. Ich sag's so. Das war anders. Sie konnten mich sehen und hören. Glaube ich zumindest. Sie waren total verschreckt. Hast du noch was gesehen? Das Mädchen habe ich mal gesehen. Diese Frau wurde weggebracht. Verhaftet. Angeblich war sie eine Hexe. Die gruselige Kleine hat den Pastor eine Amy genannt. Darum wurde die Frau verhaftet. Diese Amy, die ist ja dann wohl erledigt. Oh. Mhm. Wir haben's verbockt. Anstatt diesen beschissenen Ort zu verlassen, sind wir wieder mitten in der Stadt gelandet. Okay, holt die andere Gruppe ein. Also jetzt sind wir wahrscheinlich wieder zusammengeführt. Okay. Ich weiß bloß nicht, wo hieß es. Da ist Nevi. Da ist der gruselige Waldfahrt. Ich stimme zu. Geh mal da lang. Oh Gott, was ist das? Tja, irgendwie wird der Nebel dabei dichter. Oder? Oh, jetzt passiert irgendwas im Nebel drin. Irgendwie spinnt bei mir Twitch schon wieder. Ja, keine Ahnung. Ist egal. Jetzt bin ich wieder bei der Tanke. Hey, was ist das? Das ist ein Zuschauer. Ich glaube, bist du. Der Professor wollte in die Stadt. Jemand, weiß vielleicht ja. Ist er da drin. Zu den anderen gehen oder sehen wir uns um? Ich sage mal, sehen wir uns um. Sehen wir nach, ob sie drin sind. Klar, okay. Je mehr, desto besser. Finde einen Ausweg. Wo bist du? Ich weiß nicht, ich gehe jetzt gerade in das Gebäude rein. Hey, Professor! Wo bist du? Ich weiß nicht, mit der Merlin ist. Ich glaube, die haben schon wieder Hunger. Ständig die Fresserei. Taylor, wir sind hier! Wir kriegen die Tür nicht auf! Ich weiß nicht, ob das Beste ist. Wir das auch nicht. Hat es da drin? Ist abgeschlossen. Ich weiß es nicht. Versuchen wir kurz. Es mit Gewalt. In 3, 2, 1. Das ist besser, ja, auf alle Fälle. Noch ein Versuch. Es läuft jetzt gut. Alles, was ihr habt. Ich bin aufgestellt vom Merlin. Oh, sorry, ich war falsch Knopf gedrückt. Ich wollte eigentlich Dreieck drücken. Viereck. Du bringst das echt nicht. Ja, ich bin schon dabei. Ich zeig's dir. Ah, da hat es. Aber die Teamarbeit müssen wir wohl noch üben. Habt ihr was Hilfreiches gefunden? Nee, da gab's nichts zu holen. Nur ein Haufen Müll. Ich hoffe, der Alleingang hat dir gefallen. Ich sag mal, ich ziehe jetzt auch andere Optionen in Betracht. Schön, dass ihr das lustig findet. Ich denke, wir sitzen in der Patsche.
Du weißt, dein Pendant wurde der Hexerei beschuldigt. Nicht nur beschuldigt, auch schuldig gesprochen. Und verurteilt. Wir müssen wissen, was der Frau jetzt droht. Was jetzt mit ihr geschieht. Gute Idee. Aber wie können wir das rausfinden? Die Wege kennen wir schon. Vielleicht finden wir Antworten da, wo wir noch nicht waren. Oh mein. War gar nicht in der Stadt, oder? Da waren wir schon, da haben wir es. Also es war jetzt eine Bar, ich war bei der komischen... Nein, die Police. Katzen, die schwarze Katzenbar. Ganz am Anfang, wo man gesucht hat. Ja, wir waren mal bei der Police-Ding, sehr schwarze Katze drauf gewesen. Ich bin irgendwie mit ihr verbunden. Wenn sie stirbt, was passiert dann mit mir? Weil... Ich sag beruhigend. Ich habe keine verdammte Ahnung, was hier abgeht. Aber ich weiß, diese Frau ist nicht du. An Zuschauer, ich glaube, das bist du. Oh mein Gott, das ist brutal vernebelt. Da siehst du gar nichts. Hauptstraße. Alex ist John. Was bin denn ich? Ich bin jetzt irgend... Oh, keine Ahnung. Bleib noch bei den anderen. Der Nebel wird John schlimmer. John ist wer? Wo ist der mit dem roten Tüter? Das ist wieder die Treppen da, die Brücke, oder? Ja, warte, ich muss etwas untersuchen. Da ist irgendein Fetzen am Fall. Ich schau mal auf die andere Seite. Rock'n'Roll. Ich hab auch was gesehen. Da geh ich mal hier. Aha. $2.50 kostet das. $2. Daniel, das musst du sehen. Sieh dich um was zu entdecken. Was denn? Du hast nie was von der Karriere als Gitarrist gesagt. Was zum... Wie ist das möglich? Das schaut aus wie das kleine Dirndl. Was habt ihr gefunden? Das ist ja untersucht. Das hängt nicht. Wie war es denn so richtig? Ein bisschen komisch. Was ist Tilly Johnson? Das schaut wie das kleine Dirndl irgendwie mit dem komischen Heiball. Ich weiß nicht warum. Ich hab gerade irgendwas gefunden. Achso, weil die Statue im Kopf. Den Kopf, da. Oder? Mhm. Aber und überhaupt Trophäen, ich weiß nicht warum. Irgendwie ein bisschen komisch. Hast du schon eine Trophäe gekriegt? Achso, eine. Eine? Ja, eine hab ich auch gekriegt. Jetzt haben wir bei der Brücke, oder? Und die andere Brücke. Kommst du jetzt? Ich sehe gar nichts. Schon wieder Puck, also ist das Eck, das, okay. Aber komm, das hat man doch vor weitem schon gesehen, dass es das oben geht. Damit will ich nichts zu tun haben. Das Wasser ist schwarz. Oh, die Brücke schaut immer gut aus. Was tanzt jetzt zu tun? Okay. Wer zuerst? Wer springt als erstes runter? Du meinst auch, du hast das Sagen. Also... Ich gehe voran. Triffst Entscheidung. Naja, ich gehe voran. Okay. Sicher doch. Ist das auch sicher? Kein Stress. Ich bring dich rüber. Der Prof und ich bringen dich rüber. No problemo. So, mal, du weißt nicht, ob das Ding überhaupt sicher ist. Was anderes zu behaupten, ist Blödsinn. Okay, also stehen wir nur dumm rum und tun nichts? Oh oh. Squid Game.
Ich glaube, wir müssen Anton. Ja. Das ist einfach so creepy. Hey! Oh na, sie bleiben mal zurück. Ganz toll. Mein Gott. Was jetzt? Wir müssen hier weg. Warum könnte der Nebel des Grauens gerührt sein? Oh oh. Da kommt der Grubby. A Grubby? Ja, siehst du den auch? Ich krieg ja gerade vorbei. Siehst du den? Oh mein Gott! Was ist denn das für eine? Das ist doch die alte da, die Angela. Sie? Also, aber im ja, Jahr aber in anderen Versionen, oder? Unseres Herrn, als Hexe. Sind wir hier, um Zeuge dieser Hinrichtung zu werden. Nein! Amy wird als Teufelsbuhle schuldig gesprochen und soll als Hexe und Zauberin ertrinken. Beten wir still für ihre Seele. Ich tat nichts Falsches. Ich bin keine Hexe. Ich verdiene nicht den Tod. Ich bitte euch. Was ist das? Wie soll ich dir helfen? Was kann ich tun? Bitte, Sir. Ihr müsst mir helfen. Ihr müsst. Du musst. Der Teufel ist im Wind. Will den Seinen helfen. Er will ihre Ketten lösen. Isaac, bringen wir es schnell zu einem Ende. Das Urteil muss vollstreckt werden, sonst ist es zu spät. Der Teufel ist mit ihr. Ihr müsst sie festbinden. Ihr könnt das nicht tun. Isaac. Ich bin unschuldig. Vollstreckt das Urteil. Helft mir. Schickt die Hexe zurück zu ihrem Meister, bevor er uns holen kommt. Little Hope ist verloren, verschluckt vom Bösen. Doch nicht wie ihr meint von Hexenwerk oder anderen Dämonen. Wir werden von innen vergiftet. Ihr könnt euch mit Rätseln nicht retten. Das ist kein Rätsel. Der Teufel kennt viele Formen. Ihr wisst das sehr wohl. In Little Hope hat er sich im Schleier der Unschuld versteckt. Kommt in Gestalt eines Kindes, meines Anklägers. Solange Mary weiteratmet, kann Little Hope keine Erlösung finden. Das böse Reverend, es ist unter uns. Isaac. Wieso hab ich geschmissen? Helft ihr? Shit. Sie haben schnell gestorben. Stimmt. Du gar nicht kämpft, der hat Luft erhalten. Hat. Oh, ich schwöre so laut. Was habt ihr gesehen? Sagt schon! Leise schalten müssen. Mir fehlen die Worte. Ich weiß nicht, wie ich das sagen soll. Christnor. Man warf dein Pendant gefesselt in den Fluss. Sie ertrank. Ich hab meine Dringer ausgeschüttet. Du bist Angela, du arme Sau. Na toll. Da bin ich. Okay, ich gehe zuerst. Okay, ihr zwei, kommt hier runter. Herr Professor. Ich schlafe mein Arsch, ey. Auf dem Boden ist echt ungemütlich, muss ich sagen. Ich muss das alles ein bisschen gemütlicher machen. Stuhl! Oh! Jetzt bin ich ganz woanders. Was ist das da? Weg von da!
Lauf! Verstehst du? Howard, verdammt! Spinnen. Die Spinnen. Shit! Lass mich nicht zurück! Scheiße! Hey! Hilf mir doch mal! Halt dich gut fest! Retten, bitte, retten, ihr Team. Ich komm gleich zurück, John! Halt durch! Schnell, greif nach meiner Hand! Mitfühlen, du bitte! Spring und greif meine Hand! Ich vertrau dir. Okay, ich vertrau dir! Schippen, du! Mann, ich hätte eigentlich was sonst wo hin. Na, falsche Entscheidung, vielleicht. Vielleicht auch nicht. Falsche Entscheidung, meinst du? Ich glaub schon. Ah, das ist die Tussi, oder? Die ja, D'Angela. Oh mein Gott, deswegen habe ich die gerettet. Ich hätte mal erstellen können. Ich wusste, dass du Angela bist. Oh oh. Puh, das war wirklich sehr knapp für Angela. Fast ereilte sie ein Schicksal schlimmer als der Tod. Nicht, dass der Tod besonders schlimm wäre. Der Typ schaut ein bisschen komisch aus. Sehr gut. Noch keine Seele verloren. Das hätte anders sein können. Oh. Mhm. Bedenkt man, dass die Lage nun ernster scheint, käme eine Waffe wohl recht gelegen. Finden Sie nicht? Waffe gegen Geister. Hätten Sie sich bloß genauer umgesehen, nicht wahr? Oh oh. Oh, oh. Zu spät jetzt. Du hast Scheiße gebaut. Die Jungs haben da interessante Ideen. Ihr habt das Ding auch geschaut, das Ding, das. Und sie sind bereits tot. Das ist tot. Mein Traum fuhr nach dem Leben fort. Polizeidingsbums, da begann erst meiner Seele Sturm. Mich setzte über die betrübte Flut der grimme Fährmann, den die Dichter singen in jenes Königreich der ewigen Nacht. Es ist möglich, denke ich. Der schaut schon ein bisschen creepy aus. Vielleicht weiß der Busfahrer ja etwas. Der Busfahrer, was haben Sie mit dem Busfahrer? Das muss Ihnen gerade alles sehr wirr vorkommen. Ich glaube, der Busfahrer ist der Schlimme. Doppelgänger, Hexen, Geister, Tod und Dämonen. Ich habe gerade einen Zuschauer, glaube ich, aber ist egal. Was könnte bloß all diese Seelen verbinden? Wir werden es herausfinden. Mir wurde Befugnis erteilt, Ihnen einen Hinweis zu geben. Ja. Bereit? Ja. Zur Ordnung. Ich war ja gesagt. Okay. Also schön. Ersuchen wir doch den Dichter erneut um seine kryptische Inspiration. Ich traf ihn einmal, wissen Sie? Ich treffe sie alle einmal. Akt 5, Szene 1. Kleomenes bittet Leontes, sich seine Schuld am Tod Hermiones zu vergeben. Tut's dem Himmel gleich, vergesst Geschehenes, und wie er, verzeiht euch selbst. Verzeiht euch selbst. Dann weiter. Okay. So grausig es auch sein mag, Sie sollten fortfahren. Das ist schon gescheit duster, der Spiegel. Halt! Total, ja. Der hat ja in der Nacht von der Straße weggefahren. Die Nacht muss aber langsam hell werden. Was in aller Welt war das? Sowas habe ich noch nie gesehen. Es war... wie in einem Albtraum, habt ihr das Ding gesehen? Der klaffende Mund, diese toten Augen. Was immer es auch war, es ist weg. Um ein Haar hätte das Ding mich erwischt. Es war so knapp. Es war ein Riesenschreck für dich. Uns alle. Aber wenigstens sind wir entkommen.
Du bist jetzt Ziel quasi. Stimmt. Ein Glück, dass wir noch leben. Wir sind erstmal sicher. Das Ding, was auch immer es war, ist noch da draußen. Das Ding aus einer anderen Vielleicht Welt. Verfolgt es uns schon. Friedhof, was? Jetzt so. Die Kette habe ich schon einmal gesehen. Es trug Ketten. Genau wie die Frau, die ertrunken ist. Oh ja. Das kann kein Zufall sein. Habt ihr gesehen, was mit Taylor und Daniel passiert ist? Sie können nicht weit sein. Oh oh. Was ist dieser Friedhof? Ja, das ist der Friedhof, du der Schatten unten links. Okay. Verschwinden wir hier. Düster. Das ist aber kein gescheiter Friedhof, du. Der ist ja durcheinander. Können wir weiter? Ich fühle mich hier nicht sicher. Waldfriedhof. Schau, wie gerade und rum. Gehen wir denn links oder rechts? Ich gehe jetzt mal links. Ich gehe rechts. Ich glaube, mir reißt es gleich wieder. Ich hab's gefunden, einen Friedhof, einen Stor. Was steht da drauf? Keine Ahnung. Was denn, müssen wir bei Nom bleiben? Warum ist das 1701. Da ist wo es. Wo bleibst du denn? Einmal schon draußen jetzt im Friedhof. Ich bin einfach draußen. What the fuck? Ah, das ist der aufgespießte. Der aufgespießte von wo ist? Der, der auf den Zaun drauf gejumpt ist. Ah, der wo quasi beim Verbrenner weg quasi. Von der Brücke. Je mehr Abstand wir zwischen uns und dieses Ding bringen, desto besser. Ich wette, Daniel und Taylor denken das Gleiche. Oh, oh. Verstecken, schnell! Hey. Oh, ich druckt Scheiße! Da steht X drunter und dann drücke ich weil und dann ist es voll schön. Oh, oh mein Gott, was ist der für Freak? Das Radlfahrer, das ist doch der Typ aus der Bar. Ja. Hast du jetzt wirklich Angst gehabt? Ich will einfach meine Ruhe. Du hast Angst vor dem alten John Co. Aber du nicht, oder wie? Was hat die Frau gesagt, bevor sie ertränkt haben? Das Mädchen muss gestoppt werden. Sie meinte, die Hexenprozesse stoppen, richtig? Weiß nicht. Na los, gehen wir. Oder ah, das ist Häuschen. Das Haushalten verjumpt. Ich muss meine Kamera ein bisschen noch umstellen. Irgendwie stimmt da was nicht. Was ist denn dieser Gulli? Oh oh. Also der Boden ist sowas von ungemütlich. Und der Merle liegt da hinten. Liegt der da hier dick hier oder so? Ich lieg eher auf dem Stuhl. Auf dem Stuhl. Wie geht's? Geht's dir gut? Ich frag mich, ob das Ding uns verfolgen könnte. Glaube nicht, dass sie das tut. Woher weißt du das? Bist du jetzt der Rode, oder? Na, bei mir. Verwirrt. So geht's denn schon mit dir? Das wiederholt sich nicht. Vielleicht war ein Zirkus in der Gegend. Irgend sowas. Als bin ich sie, oh mein, mein. Oh Mann, das war bei mir schon mein Gegenteil. Oh, da ist was. Was war das? Nichts, vermutlich. Doch, da war was. Bitch Trail. Der Hexenpfad. Entschuldigung, ich hab Schluck auf. Hexenpfad. Du hast echt einen Schluck auf. Vielleicht wirst du erschreckt und vergeht er da. Das gefällt mir nicht. Lass uns woanders lang. Es gibt keinen anderen Weg. Ich hab kein. Das hat so so. Links. Das ist Karten. Sie befinden sich auf dem Hexenpfad. Ich kann sie nachschauen jetzt. Tu
Touristenhochburg. Okay, also Museum, du bist hier. John Home, aus Johnson Home. Wo? Du bist Church. Hier, wo steht das denn? Wo ja, steht wo mir da sein? Da beim Fluss ungefähr, oben. Ah, you bist are here, schon? Okay. Museum. Oder haben wir jetzt zweite Lohr? Komm, wir machen rum. Oh yeah. Komm und sieh dir das an. Das Ding könnte immer noch hier sein. Im Wasser. Nein, wir haben es abgehängt. Bestimmt. Ganz bestimmt, ja. Schaut nicht sehr vertrauensvoll aus, die vertrauenserweckend aus. Du gehst zuerst, oder? Du bist leichter als ich. Geh du vor. Ich gehe auf keinen Fall über diese bescheuerte Brücke. Wenn wir die anderen finden wollen, müssen wir rüber. Ich gehe zuerst. Gut. Ich gehe darüber und du kommst mir nach. Wenn die Brücke danach steht. Okay. Okay. Ach, was tun die eigentlich? Viel Spaß. Ich gehe um, ich bin ja nicht blöd, oder? Oh mein Gott, ich hab Angst. Ich glaube, da passiert gleich schon. Was. Birke, und? Wo ist ein bisschen? Bist du da? Easy. Sechst du da überhaupt nichts gefeilt? Du arme Sau. Was ist das? Hast du das gesehen? Hast du das gesehen? Ja. Ich hab Angst. Oh, mir ist so richtig warm irgendwie. Ich muss den Test werfen mal. Heute ist so warm draußen gewesen. Mhm. Oh, ich hab's gefunden. Meinst du, heute irgendetwas Feuerwerk schießt? Ich glaub irgendwie nicht. Feuerwerksverbot. Siehst du das? Na, verbot ist ja nicht. Witchcraft. Dieser Stein markiert vermutlich Grabstätte der ersten Person, die im Rahmen der Hexenprozesse von Little Hope hingerichtet wurde. Okay. Verschwinden wir. What? Entschuldigung. Lassen Sie uns los! Still. Bitte. Mary? Mary! Mary! Ich bin hier drüben! Scheiße, mit dem Stringer und mein Mikrofon ist weg. Der Quell des Bösen ist hier. Das Mädchen ist das Böse? Das Mädchen? Verstehe ich nicht. Meine geliebte Amy beteuerte es kurz vor ihrem Tod. Das Böse wird nur mit Mary ein Ende finden. Wer sind Sie? Warum sehen Sie aus wie John? Ich kenne keine Antwort. Vielleicht wurde ich schon mit einem Hexenfluch belegt. Da ist sie! Gefunden! Die Puppe! Woher hast du sie? Ich habe sie selbst gefertigt. Ich nehme sie zu deinem Schutz. Verdacht und Betrug gehen Hand in Hand jetzt, in oder? Die Ornithusi. Niemand ist sicher. Schau für sie, du, die Rothaarige. Lass sie mir! Ich muss mir da im Moment Stuhl zu legen, meine Couch ist zu weit weg. Mhm. Geht bitte der Twitch-Chat, bei mir hat es gar einen Fehler angezeigt. Also, jeder, der wo geschrieben hat, bitte nochmal schreiben, ich habe leider jetzt nichts gesehen. Ich habe jetzt zwei Zuschauer, aber wer das ist, keine Ahnung. Ich weiß es nicht. Hallo Zuschauer. Nichts. Hallo. Hier gibt's kein Telefon. Okay, also sitzen wir hier wohl wirklich in der Falle. Sie sind es begeistert. Wo stecken die bloß? Keine Ahnung, Little Hope hätte eigentlich normal gar nicht so schlimm gemacht. Ich hoffe, es geht Ihnen gut. Na, wir ich hätten den Busfahrer längst finden müssen. Wo ist der bloß? Ich hab kaum Hoffnung.
Busfahrer, wo ist er denn hinkommen? What? Warum bist du immer noch hier? Ist dir nur, oder? Du bist jetzt schon. Sie scheint zu wollen, dass wir ihr folgen. Folgen wir ihr? Eine Falle? Folgen wir, oder? Ja, freilich. Wir folgen ihr. Sie ist die Schlüsselfigur. Das sind zwei Mädchen. Eins von früher, dieses aus der Jetztzeit. Vielleicht ist dieses Mädchen, das wir hier sehen, irgendwie ein Spiegelbild des Mädchens aus der Vergangenheit. Willst du nicht auf Daniel und Taylor warten? Wenn sie uns folgen würden, wären sie schon längst da. Wir haben irgendwann mal das Greenscreen gekauft. Das, was vor uns liegt. Dass man hinter mir quasi nichts mehr sieht. Oh, das ist zwei Dits. Wo bin ich jetzt? Hey, warte auf uns! Jetzt haben wir einen Zuschauer. Widerlich! Leute, seid ihr das? Angela! What? Ich bin eingezogen worden. Du hast verkehrt gedruckt. Nein, ich hab nicht gewusst, was ich machen muss. Ich hasse dich! What? Ich bin gut. Ich bin in der Kanalisation. Oh, ich hab den richtigen Knopf gedrückt, aber es hat leider nichts gebracht. Ich war nicht richtig Knopf gedrückt, aber ich hätte irgendwo den Drucker sollen, keine Ahnung. Warum geht denn da weiter oben? Wo bist du? Wir können sie nicht dort lassen, wir müssen sie bergen. Bergen? Vielleicht mal bergen. Hey, bist du da? Das ist eine Entscheidung. Ich weiß ich nicht. Ja, okay, mal oben. Zu gefährlich, dieses Biest könnte noch da unten sein. Ernsthaft, du bist in der Lage, sie zu retten? Scheiß drauf. Hilf mir da runter. Jetzt geh mal drauf, ich seh schon kommen. Ja, ich helf dir schon. Angela? Angela, der geht runter in den Berg. Ich bin's. Entschuldigung. Schrei halt nicht so. Entschuldigung. Angela? Wo bist Hallo. Du? Ist sie da? Warum ist jetzt er allein und der andere nicht? Weil wegen aufgekommen wieder, oder wer? Da geht's doch oben. Siehst du das? Hier ist nur ihre Brille. Mehr nicht. Brille. Oh oh, jetzt passt ich gleich was. Das sieht ja bis gleich, als haben wir Hacks noch. Bestimmt. 100 Pro. Was passiert? Text alles easy. Hey! Ist es dir denn wieder? Ich glaube, dass es so düster ist irgendwie. Ja, offensichtlich. Die Tür ist durch irgendwas versperrt. Bitte hilf mir mal. Das brutale Schmolli Haus. Da. Also die ist drin gestanden. Bin gespannt, hey, was mit der alten passiert ist. Es ist ein Museum oder sowas. Jetzt sind wir beim Museum. Museum. Ist sie da drin? Das Museum. Ruhig. Hier stimmt doch was nicht. John, wer ist denn John wieder der Ui, oder? Konzentration. Wir werden nicht das gleiche Schicksal erleiden wie Angela. Woher weißt du das? Weil ich uns zwei um jeden Preis beschützen werde.
Und die anderen auch, wenn wir erstmal hier raus sind. Falls sie noch leben. Was hat die Kleine hier ganz allein verloren? Schon komisch. Hat sie was mit Mary zu tun? So muss es sein. Ich weiß nur noch nicht, wie und warum. Oh, oh, da liegt etwa. Das ist ein Puppen, oder? Da kann ich aufmachen. Das ist ein Puppen, oder? Ich weiß nicht. Hallo? Geh mal zu mir her. Ja, warte, ich bin noch gerade am Schauen. Du bist zu leise, warum hört ich nicht mehr gescheit? Warte mal. Hört mir jetzt besser? Ja. Ich habe jetzt gerade so eine Wand entdeckt. Okay. Oh, da hängen ein paar Leiter drinnen. Warte, ich komm schon. Da sind Puppen. Da ist ein Tier, wo man durchgehen kann. Na, hab ich auch schon versucht. Dann eine Puppen. Sind die aufgehängt worden? Was ist denn das für ein Büttel? Oh, ist das Psycho, das ist ein Folterkammer, oder wie? Amy Lambert. Es fühlte sich so echt an, als wären wir da. Ready for transfer. Okay. Darum ging es doch in dem Prozess. Leute, die mit dem Teufel im Bund sind. Bestätigt war Wahrheit der Bösartigkeit, der ich Zeugin wurde. Muss das Mädchen sein, das wir sehen. Vor dem Tag des Sabbats hielt Frau Amy bei der Esche eine Unterredung mit der schwarzen mit dem schwarzen Samuel. Komm, sieh dir das mal an. Hallo, warum ist das jetzt weg? Ich wollte das auch schauen. Das habe ich nicht mehr gelesen. Das habe ich schon mal gesehen. Hm. Wo? Auf der Straße vor dieser abgefuckten Bar. Angela und ich haben es gefunden, bevor uns diese Mary das erste Mal erschreckt hat. Interessant. Meinst du, sie hat uns hergeführt? Damit wir das hier sehen? Bestimmt. Genau, anschauen. Lass dich anschauen, Puppe. Aber Professor... Es gibt viele, viele Geschichten über Gegenstände, die von Geistern besessen sind. Klar, in Filmen. Immer mit der Ruhe, ja? Verbrennen oder zurücklegen? Ha? Schnell sag. Keine Ahnung, was sagst du? Ich weiß nicht, ich leg's zurück, warum sie immer verbrennen. Du könntest recht haben. Puh. Ich sollte besser die Kirche im Dorf lassen. Von dir jetzt. Ansehen. Ich wollte auch groß anschauen, dass man Tour durcheinander braucht. Arbeitel. Das ist der Prozess, den wir auf der Wache gesehen haben. Der Schauriges Déjà-vu. Hallo, Kitz. Mizi ist da. Fenster. Warte mal schnell, ich muss jetzt mal ein bisschen schauen, was ich vorhin da gesehen habe, aber du bist mit schnell gewesen und deswegen habe ich nicht gesehen, was da gewesen ist. Dann wäre es nicht so wichtig gewesen sein. Doch. Du hast ja was angeschaut. Amy wurde von Mädchen Mary Milton der Hexerei beschuldigt, die behauptete, sie hätte gesehen, wie sie auf einem Weidenzweig geflogen sei, als ihr vom Gericht mitgeteilt wurde, dass Amy von Zeugen meilenweit entfernt gesehen wurde, antwortete Mary, ich sah, wie sich ihre Lippen bewegten, als würde sie mit jemandem sprechen und dann erkannte ich sie als den Dämon, der in Amys Gestalt zu mir geschickt wurde. Pastor Carver ließ diesen eine Aufzeichnung als Geisterbeweis zu. Ah, okay. Das habe ich glaube ich schon geschaut, gell? Geisterbeweis zu, okay. Ja, das habe ich schon geschaut. Das war das Foto. Okay.
geht's aussehen. Da geht's nach draußen. Okay, gehen wir aussehen. Also ich mache jetzt da mal einen Cut. Okay. Das war jetzt Teil 3. Und weiter geht's bei YouTube im vierten Teil. Wie gesagt, Twitch bleibt weiter on air.